Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir machen heute etwas anderes. Und zwar schauen wir an, welche Märkte grundsätzlich interessant sind als Märkte zum Investieren und welche Märkte eventuell etwas teuer sind. Angefangen hat die Idee für diesen Video eine Grafik, die ich hier vor mir habe. Sie sehen sie eingeblendet. Was Sie hier sehen, ist der Hongkong Hang Seng Index, also der Index für Hongkong. Und Sie sehen eine Berechnung des Fair Value, also was dieser Index wirklich wert sein soll, nach der Meinung von Finanz und Wirtschaft, also von dort habe ich das. Und das ist der tatsächliche Indexverlauf. Also rot ist das, was passiert ist, so viel ist das ganze Zeug wirklich wert. Und blau ist die Meinung der Finanz und Wirtschaft, was der Hang Seng Index wirklich wert ist. Die Aussage ist die, heute ist eigentlich der Hang Seng wesentlich mehr wert, als er kostet. Also der effektive Index ist tiefer. Wie können wir das überprüfen? Das geht jetzt neu, und zwar mit dem Obermatt. Wenn Sie auf die Webseite gehen von Obermatt, ich klicke das gleich rauf, so, dann können Sie hier unter Aktien, unter dem Punkt Indexanalyse, die aktuellen Marktanalysen finden für alle Aktienmärkte, die wir abdenken. Und wenn wir jetzt hier schauen, wo ist der Hang Seng Index, dann haben wir ihn hier vor uns. Der Hang Seng hat, jetzt müssen wir noch schauen, was das ist, Value, Wachstum, Sicherheit kombiniert. Der Hang Seng ist heute mit 59 überdurchschnittlich im Value, unterdurchschnittlich im Wachstum für die Unternehmen, immer im Vergleich zu den entsprechenden Peers, überdurchschnittlich aber auch in der Sicherheit, also dass die Unternehmen im Hang Seng Index sind eher sicher finanziert. Uns interessiert natürlich den Value, das ist also tatsächlich wahr, was in der Finanz- und Wirtschaft steht. Es ist so, dass der Hang Seng Index unterbewertet ist, aber uns interessiert natürlich auch noch, wer ist sonst unterbewertet. Dafür kann man das sortieren. Und wenn ich jetzt anschaue, wie ist denn der Value für die verschiedenen Aktien weltweit, ist Japan noch deutlich attraktiver. Wir sind also bei 78 gegenüber von 59 Punkten. Also Japan ist deutlich attraktiver zum Investieren als der Hang Seng. Muss man einfach auch sehen. Also wenn man sich sagt, Asien wäre für mich interessant, vielleicht eher Japan als Hongkong zum Beispiel. Aber noch viel interessanter, die europäischen Märkte, das sind alles europäische Märkte, ausschließlich außer Argentinien, sind alles europäische Märkte, die sind alle noch wesentlich günstiger, also sind noch günstiger als Hongkong, wenn man die klassischen Finanzkennzahlen berücksichtigt. Das heißt, wenn Sie denken, dass es ein zusätzliches Risiko ist, in China zu investieren gegenüber Europa, dann ist es sicher von Vorteil, heute noch in Europa zu investieren. Das ist übrigens auch das, was ich mache mit meinem Portfolio. Ich denke, Europa ist momentan attraktiv. Warum ich nicht in Amerika investiere, etwas, das ich auch schon lange überlegt habe, ist, wenn man das auf die andere Seite sortiert, die amerikanischen Indizes, die sind ganz, ganz schlecht bewertet mit 29, respektive sogar der Standard Poor's 500 in den USA ist mit 40 Punkten unterdurchschnittlich im Value, das heißt, er ist überbewertet. Man kann natürlich sagen, der amerikanische Finanzplatz ist deutlich sicherer als andere Finanzmärkte, aber ich glaube, gerade im Vergleich zu Europa ist er vielleicht durchaus ähnlich. Und deshalb finde ich, ist momentan die Zeit eigentlich wesentlich günstiger für Europa. Dass mir Europa tatsächlich eine bessere Rendite gibt, ist damit nicht gesagt, sondern es ist einfach so, dass die Unternehmen in Amerika tendenziell teurer sind als in Europa und man eine Meinung haben muss, ob sich das in Zukunft ändert, um jetzt wirklich so regionenspezifisch investieren zu wollen. Aber Sie haben einen Eindruck für diese Finanznachrichten für China und haben gesehen, dass Europa vielleicht gar nicht so uninteressant ist zum Investieren. Das für heute. Vielen Dank und bis bald.